Wir sind der Überzeugung, dass es ja nötig ist, dass wir die Menschen entschädigen, die in den letzten 4 Jahren vor Abschaffung der Straßenausbaubeiträge noch teilweise hohe Summen bezahlen mussten. Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass eben dieser Härtefall vorkommt und jetzt wurde er durchgesetzt. Diese Kommission wird jetzt die eingehenden Anträge genau sortieren. Wir haben jetzt vor, zwischen 1.7.2019 und Ende dieses Jahres diese Antragsfrist einzuräumen. Das heißt, in diesem halben Jahr können die Bürger, die Beiträge bezahlt haben, ihre Ansprüche geltend machen. Dann wird drüber geschaut, wie viel ist denn die Gesamtsumme, und auf diese Gesamtsumme werden dann die 50 Millionen Euro eben verteilt, in Abwägung dessen, wen hat es am härtesten betroffen und wie viel Prozent wird hier erstattet. Die Bürger können entweder online oder auch schriftlich Anträge stellen. Das finden Sie auf den Homepages des Innenministeriums oder auch des Wirtschaftsministeriums. Dort können Sie dann Ihre Daten eintippen. Da gibt es kein Windhundverfahren, also es kann einem nichts davonlaufen. Man muss es nur bis Jahresende 2019 erledigt haben. Also über die genaue Verteilung wird dann eben der Härtefallfonds von der Kommission gesteuert. Die Härtefallkommission wird dann im Detail festlegen, wer bekommt wie viel. Macht es einen Unterschied, wie hoch die Gesamtsumme ist, bekommt er dann prozentual mehr, oder wenn es näher am Enddatum ist, bekommt er mehr als der von 2014. Also da ist eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben, wie man die Härten eben am Ende ausgleicht. Das macht diese Kommission und ich bin überzeugt, die machen es gut.